Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier bei Koblenz im Dialog. Ich freue mich sehr, dass der Saal gefüllt ist an einem eigentlich doch schon schönen, wunderschönen, sonnigen Sonntagnachmittag. Ich sehe viele neue Gesichter, das freut mich sehr. Heute beschäftigen wir uns mit dem Kopf, mit Manipulation, wie schon zu anderen Veranstaltungen, aber im Speziellen mit einem Programm, das sich damit beschäftigt, Menschen zu manipulieren und den Kopf zu erreichen. Das Buch von Jonas Tögel nennt sich Kognitive Kriegsführung, die neuesten Manipulationstechniken als Waffengattung der NATO. Wir haben das vorn auf dem Büchertisch. Wer mag, kann es sich heute mitnehmen mit einem Autogramm vom Referenten. Seit 2020 treibt die NATO eine neue Form der psychologischen Kriegsführung voran. Die sogenannte, ich habe es eben erwähnt, kognitive Kriegsführung, die von der NATO selbst als fortschrittlichste Form der Manipulation bezeichnet wird. Diese nimmt die Psyche jeden Menschen direkt ins Visier mit dem Ziel, unseren Verstand wie einen Computer zu hacken. Jonas Tögel erläutert die Hintergründe und Entstehungsgeschichte der kognitiven Kriegsführung vom Beginn moderner Kriegspropaganda vor 100 Jahren über die Militarisierung der Neurowissenschaften bis hin zu Zukunftstechnologien wie Nanorobotern oder Neurowaffen. Er hat aber einige Schwerpunkte heute in seinem Vortrag gesetzt. Und er zeigt, dass der Gedankenkrieg oft unbemerkt über sogenannte Softpower-Techniken bereits heute, insbesondere auch in der Schule, stattfindet. Er bearbeitet heute in unserem Exklusivvortrag, möchte ich nochmal betonen, unter anderem kommt vor die Kriegspropaganda des Propagandablitzes von Bernet und der USA-Regierung von 1954. Dann, schweres Wort, Hyperkonnektivität, können wir erklärt bekommen, die Gefahr durch Schattentexte, die einen Spiegel in unsere Seele ermöglichen. Das Beispiel von Donald Trump, der diese in seinem Wahlkampf 2016 nutzte, um US-Präsident zu werden. Und aktuelle NATO-Übungen sowie Strategien der kognitiven Kriegsführung im Bereich der digitalen Manipulation. Ich wünsche allen einen anregenden, entspannten Vortrag. Herzlich willkommen, viel Spaß, Jonas Tögel. Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Mein Name ist Jonas Tögel, ich bin Amerikanist und Propagandaforscher und ich arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Psychologie der Universität Regensburg. Ich möchte mich zunächst ganz herzlich bei Sabine Jahn und bei dem Koblenz im Dialog für die Einladung bedanken und Ihnen allen vielen Dank fürs Kommen. Kriegspropaganda und digitale Manipulation sind so die Schwerpunkte, die ich heute setzen werde. Das sind sehr spannende Themen und Themen, die Sie wirklich auch tagtäglich beschäftigen. Und umso mehr freut es mich auch, dass Sie heute hier sind. Wie kognitive Kriegsführung unseren Verstand ins Visier nimmt, ist der Untertitel. Und ich möchte gleich vorausschicken, dass es natürlich möglich ist, jetzt bei einem Vortrag von in etwa 1,5 Stunden schon auch in die Tiefe zu gehen. Aber das natürlich, wenn Sie sagen, Mensch, das eine oder andere ist mir noch zu kurz erklärt, ich möchte noch mehr Zusammenhänge, ich möchte auch diese anderen Facetten der kognitiven Kriegsführung, die möchte ich noch mitbekommen, dann können Sie das, wenn Sie möchten, in dem Buch nachlesen, weil es mir da auf 250 Seiten eben noch besser möglich ist, da in die Tiefe zu gehen und auch die Zusammenhänge aufzuzeigen. Das wäre mal der Plan für heute. Wir steigen gleich ein in die kognitive Kriegsführung. Wenn es schon im Untertitel ist, natürlich die Frage, was ist es eigentlich? Dann kommen wir zu Softpower. Wir schauen uns Kriegspropaganda an und dabei werden wir es so machen, dass wir zurückblicken. Dann holen wir uns aus der Vergangenheit die Brillen und dann schauen wir auf heute und dann werden Sie merken, man kann eine Menge daraus auch erkennen. Und dann ist eben einer der Schwerpunkte heute die digitale Manipulation. Und das Wichtigste auf jeden Fall zum Schluss, die Frage, wie kommen wir raus aus der Nummer? Wie können wir die kognitive Kriegsführung neutralisieren? Also was ist es? Da kann ich Ihnen zunächst mal ein paar Dokumente zeigen, die seit 2020 veröffentlicht wurden. Und es sind offizielle Dokumente der NATO oder des Innovationshubs der NATO. Also die haben so ihren eigenen Think Tank, den sie da voranschicken, der diese Dinge vorantreibt. Das geschieht seit 2020 und es ist als solches ein offizielles Programm der NATO. Es ist gut belegt. Ich kriege auch immer wieder die Frage, ja, Herr Dr. Zögel, haben Sie da irgendwie einen Whistleblower, der Ihnen was zugespielt hat, weil tatsächlich die Aussagen so heftig sind? Und ich sage dann immer, nein,
Das ist alles öffentlich zugänglich. Ich habe keine Geheimdokumente, sondern es wird wirklich genau von der NATO auch ganz offen so gesagt. Was ist die kognitive Kriegsführung? Sie ist die Kombination der neuen Cybertechniken der Informationskriegsführung und der menschlichen Komponenten der Softpower sowie der Manipulationsaspekte von PsyOps. Okay, da stecken jetzt mal erstmal super viele Begriffe drin. Sie können es als Überbegriff verstehen. Die kognitive Kriegsführung ist, wenn Sie so wollen, ein Überbegriff für Informationskriegsführung. Die kennen Sie schon, die ist sicherlich vielen von Ihnen ein Begriff. Psychologische Operationen ist sicherlich auch vielen von Ihnen ein Begriff. PsyOps, Propaganda, all das fasst die kognitive Kriegsführung zusammen. Softpower, ein ganz wichtiger Aspekt, den wir uns nachher auch noch anschauen werden, aber es ist sozusagen eine Bündelung von all jenen Manipulationstechniken, die die Militärs bisher schon hatten, nochmal zugespitzt und in die Zukunft weitergedacht. Worum geht's? Kognitive Kriegsführung ist eine Sammlung von Möglichkeiten zur Manipulation der Kognitionsmechanismen, also wie wir eigentlich Wissen im Kopf aufbauen, eines Feindes oder seiner Bürger mit dem Ziel, ihn zu schwächen, zu durchdringen, zu beeinflussen oder sogar zu unterwerfen oder zu zerstören. Und man sieht schon, wenn wir in das Thema einsteigen, es wird eigentlich gleich deutlich, wie radikal und wie extrem dieses Programm der kognitiven Kriegsführung ist. Auf der einen Seite möchte man weiß natürlich, eine Technik allein reicht nicht, man möchte wie so einen Werkzeugkasten an Techniken sich zusammenstellen, wie man unsere Gedanken und Gefühle beeinflussen kann. Und auf der anderen Seite sagt man, wenn es nicht funktioniert, unterwerfen oder zerstören. Ein sehr radikales Programm. Wir haben es in der Einführung schon gehört, wenn Sie jetzt sagen, okay, das ist mir ein bisschen zu viel, geht es nicht noch knapper, geht es nicht noch auf den Punkt gebracht. Die kognitive Kriegsführung ist die fortschrittlichste Form der Manipulation, die es heute gibt. Und das sage auch nicht ich, das sagt hier Marie-Pierre Raymond, eine kanadische Verteidigungsexpertin, und sie sagt im Zusammenhang mit dem Innovationswettbewerb zur kognitiven Kriegsführung, der stattgefunden hat. Am Anfang ging es darum, hier haben Sie Publikationen vom Innovationshub, erstmal auch bei den Militärs das Bewusstsein dafür zu schaffen, passt mal auf, die Kriegsführung der Zukunft, die ändert sich. Und vielleicht auch, wenn ihr noch an Panzerschiffe, Flugzeuge denkt, natürlich, die gibt es noch, aber wir haben hier eine ganz neue Art von Kriegsführung, die wird immer wichtiger werden. Das ist in dieser Publikation, und wie radikal und wie wichtig die ist, sehen Sie an der Tatsache, dass es bisher 5 Kriegsschauplätze gibt, zu Wasser, zu Lande und in der Luft, im Internet sowie im Weltall. Das Allied Command Transformation der NATO hat jetzt zum 75. Jubiläum vor kurzem auch so einen kleinen Videoclip veröffentlicht, wo sie sozusagen diese 5 Kriegsschauplätze noch abgrasen und sagen, die haben wir schon. Was es aber nicht heißt in dem Video, und das war natürlich wichtig, darauf hinzuweisen, das ist, dass es im Moment die Planungen dazu laufen, dass es einen neuen 6. Kriegsschauplatz geben wird. Und dieser Kriegsschauplatz sind wir alle. Das ist der Mensch selbst. Der wird heißen Human Domain oder Cognitive Domain, also entweder der Mensch als Ganzes oder nur in Anführungsstrichen unsere Kognitionen, unsere Gedanken. Aber auch daran sieht man, wie extrem dieses Programm ist, das hier auf den Weg gebracht wird. Erklärte Ziel ist es, den Menschen wie den Computer hacken zu können. Also man sieht immer wieder so die Suche nach dem, ja, nach der Fernsteuerung für unser Gehirn. Und meiner Einschätzung nach natürlich ist die Tiefenindoktrination ist wichtig, wir haben die Zukunftstechnologien, aber diese digitale Manipulation, die wir uns heute im zweiten Teil auch noch anschauen werden, die ist besonders wichtig und ist das, was man momentan als die modernste Manipulation sicherlich bezeichnen kann und auch die ist sehr, sehr gut dokumentiert. Gib mir noch ein Zitat, damit auch dieses Konzept nochmal ein bisschen greifbarer wird und wo nochmal klar wird, wie tief das eigentlich geht. Die kognitive Kriegsführung könnte das fehlende Element sein, das den Übergang vom militärischen Sieg auf dem Schlachtfeld, also den Sie mit Hardpower erringen, da sind Sie mit Panzern, Schiffen, Flugzeugen unterwegs, zum dauerhaften politischen Erfolg ermöglicht. Nur die menschliche Sphäre, also dieser neue 6. Kriegsschauplatz, kann den endgültigen und vollständigen Sieg erringen. Achten Sie auf die Sprache, endgültiger, vollständiger Sieg, es ist wirklich ein sehr extremes Programm. Mir fällt da gleich Aldous Huxley ein, der gesagt hat, die Diktatoren der Zukunft, die werden ewig herrschen, weil sie Softpower einsetzen. Und hier haben sie fast das gleiche Wording bei der NATO. Kurz noch zur Einordnung natürlich auch von dem Vortrag und dass Sie so einen Überblick auch bekommen über die kognitive Kriegsführung. Ich habe es im Buch in 4 Facetten aufgeteilt. Die Hauptsäule ist die Kriegspropaganda. Dann haben wir noch digitale Manipulation. Wir haben kulturelle Manipulation und Zukunftstechnologien. Und ich habe einen Vortrag, wir haben es schon gehalten, der steht auch auf der Plattform Wir, wo ich für Kriegspropaganda sozusagen die Hauptsäule setze und dann die anderen 3 Facetten jeweils in einem Beispiel erkläre. Und aufgrund der großen Nachfrage an diesem Thema und auch an den Vorträgen, es hat sehr, sehr viele Menschen interessiert, ich bekomme sehr, sehr viele Mails auch, habe ich jetzt eben mich entschlossen, dass ich mehr Vorträge noch dazu anbiete, weil natürlich noch sehr viele Kapitel im Buch gibt,
die man noch vertiefen kann. Heute der Schwerpunkt wird der Vortrag sein zu Kriegspropaganda, die schauen wir uns nochmal an, digitale Manipulation. Und es gibt eben auch noch einen dritten Vortrag, wo ich kulturelle Manipulation und Zukunftstechnologien dann vertieft behandle. Und was wichtig ist, um dieses ganze Wirrwarr auch zu verstehen, das ist dieses Konzept der Softpower. Das beschäftigt mich in meiner Forschung schon lange. Ich habe dazu meine Doktorarbeit geschrieben zu Softpower und Motivation. Und es kann wirklich helfen, vielleicht geht es Ihnen selber auch so, dass Sie sich denken, es gibt so viele Begriffe, wir haben Public Relations, politische Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, Organized Persuasive Communication, der kommt jetzt aus der Forschung, der Begriff kulturelle Diplomatie, wir haben Nudging, wir haben psychologische Kriegsführung, wir haben kognitive Kriegsführung und irgendwann steht man vor so einem Begriffswirrwarr, man kennt sich überhaupt nicht mehr aus. Ja? Man kann sich gar nicht mehr orientieren und da empfehle ich, wenn Sie wissen wollen, was verbindet eigentlich diese Begriffe alle miteinander, dass wir auf das Konzept der Softpower schauen, weil das haben die alle gemeinsam. Diese ganzen Programme setzen alle auf die eine oder andere Art und Weise Softpower ein. Und was Softpower ist, das kann ich Ihnen am besten erklären in Abgrenzung zu Hardpower. Und zwar ist es so, wenn ich was von Ihnen möchte, nehmen wir an, ich möchte 20 Euro von Ihnen und ich setze Hardpower ein. Und zücke ich meine Waffe, halte sie Ihnen an die Schläfe und sage, hier mit dem Geld. Und höchstwahrscheinlich werden Sie mir jetzt das Geld geben, weil wenn Sie bedroht werden, Sie drücken wahrscheinlich das Geld raus. Aber wenn ich Sie jetzt frage, wie geht es Ihnen denn dabei? Was empfinden Sie? Dann werden Sie sagen, ich bin wütend oder ich habe Angst. Und wenn Sie Angst haben, dann gehen Sie nach Hause und überlegen nochmal, was hat der gerade gemacht? Und dann werden Sie wütend. Und aufgepasst, wenn ich einer Person hier im Saal die Waffe an die Schläfe halte und Sie beobachten mich da dabei, dann mögen Sie mich alle nicht mehr besonders, oder? Das heißt, Hard Power hat immer wieder diese Konsequenz, dass es Widerstand hervorruft. Wir haben so ein natürliches psychisches Immunsystem, das springt an, wenn wir Gewalt erfahren, wenn wir Zwang erfahren, wir wollen das nicht und dann wehren wir uns. Ist übrigens auch so, wenn Sie Imperien anschauen, die haben sich auch ausgedehnt, immer doch wieder durch den Einsatz von Hard Power und irgendwann sind die Imperien so groß und haben durch diesen vielen Einsatz von Hard Power so viel Feinde eigentlich sich gemacht, aus Imperien zu fallen. Bei Softpower, gleiche Ausgangsposition, mache ich was ganz anderes. Ich möchte wieder 20 Euro von Ihnen, aber jetzt zücke ich keine Waffe, sondern ich zeige Ihnen ein Bild. Das ist ein Bild von einem Kind, das ist abgemagert und es weint. Und ich sage, schauen Sie sich dieses Kind an, es hat Hunger. Wenn Sie mir 20 Euro geben, dann kann sich dieses Kind eine Woche lang Essen kaufen. Und höchstwahrscheinlich werden Sie mir jetzt auch das Geld geben. Vielleicht werden Sie noch sagen, was, nur eine Woche, hat es nicht noch Freunde und kann ich das nicht noch länger unterstützen? Vielleicht geben Sie mir 80, 100 Euro. Sehr viel mehr. Und wenn ich Sie jetzt aber frage, wie geht es Ihnen denn da dabei? Wenn Sie sagen, ich fühle mich gut, ich mache das freiwillig, ich habe das gerne gemacht. Was ist passiert aus psychologischer Perspektive? Ich war unterhalb von dieser Wahrnehmungsschwelle für Beeinflussung, für Zwang unterwegs. Sie haben es gar nicht mitbekommen, wie Sie beeinflusst wurden. Und folglich entwickeln Sie da auch keinen Widerstand dagegen. Und wer jetzt echt gut aufgepasst hat, vielleicht sagen Sie sich, oder wer jetzt das Ganze schon mal durchdacht hat, fragt sich vielleicht, Hard Soft Power, der will von mir 20 Euro, gibt es da nicht noch einen dritten Weg? Wie wär's denn, wenn der mich mit Argumenten überzeugt? Wie wär's denn, wenn der begründet, warum der jetzt gerade das Geld von mir will? Vielleicht, keine Ahnung, schulde ich ihm eh noch was oder er hat gerade seine Geldbörse vergessen oder wie auch immer. Und da kann ich Ihnen noch einen dritten psychischen Mechanismus erklären, den wir alle in uns tragen und der uns aber gar nicht so bewusst ist. Wir denken alle, okay, es gibt diese objektiven Fakten, wie schaut die Welt aus? Und wir alle schauen relativ unbeeinflusst auf diese objektiven Fakten, das, was wir wissen, was wir glauben, das haben wir uns sozusagen hart erarbeitet. Und jetzt denken Sie mal an die Corona-Zeit zurück. Vielleicht ist es dem einen oder anderen oder der einen oder anderen von Ihnen so gegangen, dass ich versucht habe, auch mit objektiven Fakten Menschen zu überzeugen und Sie haben gemerkt, da komme ich irgendwie nicht so weiter. Und zwar ist es so, dass wir natürlich alle unsere Glaubenssätze haben. Wir haben das Wissen, das wir schon aufgebaut haben. Wir haben die Dinge, von denen wir voll überzeugt sind, dass die richtig sind. Und keiner von uns geht in eine Diskussion so im Sinne von, jetzt lasse ich mich mal vom Gegenteil überzeugen und ich finde es total super, wenn jemand anders mir sagt, dass ich falsch liege. Sondern eigentlich gehen wir in die Diskussion und sagen, ich habe recht und ich versuche, die anderen zu überzeugen. Und das machen aber alle. Das heißt, die neuen Fakten, die prüfen wir immer. Und wir haben da wie so ein Filtersystem, passt das, was ich an Fakten höre, zu dem, was ich bereits weiß? Wenn sich das ergänzt, super, dann nehme ich das auf, sage spannende Informationen, spannendes Faktum, super. Wenn das dem widerspricht und ich meine Glaubenssätze dann in Frage stellen müsste, dann sind wir alle sehr, sehr schnell dabei, dass wir die neuen Fakten dann einfach ablehnen. Das heißt, das, was wir aufnehmen, ist eigentlich oft das, was das schon bestätigt, was wir bereits wissen. Deswegen ist es sehr, sehr schwer, überhaupt in diesen rationalen Diskurs zu gehen und zu sagen, lass uns doch mal diskutieren über Fakten. Das ist für uns menschlich eine ganz große Herausforderung. Und man erkennt es natürlich, dass darin ein ganz großer Steuerungsmechanismus auch liegt, weil man sagt, wenn es mit Argumenten nicht geht und wenn Hardpower sozusagen Widerstand hervorruft, dann ist Softpower die Zukunft.
Und wer sieht es? Wer analysiert genau diesen Bestätigungsfehler? Kognitive Kriegsführung, Dokument, die Menschen sehen, was sie sehen wollen, sagt Thierry Cluzel in einem Dokument zur kognitiven Kriegsführung. Das heißt, man hat erkannt, auch für mich als Wissenschaftler war es immer wieder spannend, diese Dokumente zu lesen, weil wenn Sie viel wissenschaftliche Studien und so lesen, da herrscht der Zweifel vor, das ist so zurückhaltend formuliert. Und diese Dokumente in der kognitiven Kriegsführung, die reden wirklich Klartext. Hier sprechen nicht unbedingt Forscher und Wissenschaftler, sondern hier reden Militärs, die wollen genau wissen, was läuft. Und was läuft, ist, dass man uns eben sehr gut lenken kann, indem man unser Unbewusstes ins Visier nimmt. Dazu brauchen Sie ein Wissen über die menschliche Psyche. Jetzt haben wir 100, 120 Jahre psychologische Forschung hinter uns. Das heißt, dieser Teil vom Eisberg, der unterhalb der Wasseroberfläche ist, als Bild für die menschliche Psyche, der ist sehr, sehr gut erforscht. Und genau den steuert man an. Mit Propaganda, mit kognitiver Kriegsführung, mit diesen Softpower-Techniken. Und genauso steht es in einem aktuellen Dokument zur kognitiven Kriegsführung. Kognitive Angriffe zielen darauf ab, unser rationales Bewusstsein zu umgehen und Emotionen, also Gefühle auszunutzen, die in unserem Unterbewusstsein verwurzelt sind. Und sie wagen sich noch an so eine Aufteilung von Prozenten. Das ist immer ein bisschen schwierig, aber sie sagen, nur 5 bis 10% der Entscheidungen, die wir treffen, sind rationale Entscheidungen. Also sie sagen, dieser Teil, der uns wirklich bewusst ist, der ist eigentlich nur 5 bis 10% und der Rest, da wirkt Softpower. Der ist uns nicht bewusst und damit kann man uns lenken. Umso erstaunlicher war es für mich, ich habe gedacht, ich schaue mal in Lehrwerken aus der Psychologie, wo da dieser Begriff Softpower vorkommt, habe mir das dickste Lexikon geschnappt, das ich überhaupt finden konnte, über 2000 Seiten Deutsch Lexikon der Psychologie, so einschinken, habe es nach Softpower durchsucht, kein Treffer. Also in der psychologischen Forschung ist es relativ wenig verbreitet, dieser Begriff, wo Sie den finden, ist in der Politikwissenschaft. Joseph Nye ist ein ganz einflussreicher Politikberater, auch unter Barack Obama. Der hat diesen Begriff in den 1990er Jahren schon maßgeblich geprägt. Er sagt, Softpower ist die Fähigkeit, andere zu überzeugen, das zu tun, was du willst, ohne dass du Gewalt oder Zwang anwendest. Und was man sich klar machen muss, wenn wir sagen, okay, das meiste von uns, von unseren Gedanken, von unseren Gefühlen ist unterhalb der Wasseroberfläche, wie kann man denn das nutzen? Gibt es natürlich super viele Beispiele, super viele Techniken, wenn Sie auf Wikipedia schauen, die Liste mit kognitiven Irrtümern und so weiter, das sind sehr, sehr viele 100 Einträge. Aber ich möchte Ihnen einfach nur mal ein Beispiel mitbringen, damit man auch sehen, wie das greifbarer wird. Und ich möchte so anfangen, ich habe hier 4 Linien und die grünen und die roten, die sind gleich lang. Okay, da sind wir uns einig. Also wer sagt, rot und grün ist gleich lang, dann müssen Sie nochmal vielleicht Brille reinigen, aber die beiden roten sind gleich lang und die beiden grünen. Kann ich ein Handzeichen bekommen? Ist das, wem ist das klar? Sie sind einverstanden? Okay. Ich habe es wirklich auch nochmal nachgemessen. Und die Linien werden gleich nochmal auftauchen und dann werden Sie sehen, Dinge, die völlig klar sind, sind vielleicht auch nicht immer so klar. Und machen wir weiter. Ich zeige Ihnen was anderes. Ich zeige Ihnen 2 Tische. Wir sind uns alle einig, das sind unterschiedliche Tische, oder? Die sind so 90-Grad-Winkel zueinander, aber es sind unterschiedliche Tische. Vielleicht, wenn Sie dieses Bild schon kennen, dann wissen Sie, worauf ich raus will. Ich möchte Ihnen jetzt nämlich nochmal die Linien zeigen. Ich weiß nicht, ob Sie noch mit dabei sind, dass die beiden grünen Linien gleich lang sind. Die haben sogar den gleichen Winkel, sie sind nur ein bisschen verschoben. An der Stelle bitte nicht nach vorne rennen und nachmessen. Vielleicht glauben Sie mir das noch. Und jetzt zeige ich Ihnen noch die beiden roten Linien. Und die sind auch gleich lang. Wer ist jetzt noch einverstanden, dass die Linien gleich lang sind? Eine Person meldet sich. Okay, also ich selber, ich glaube, ich habe es 2-mal nachgemessen. Es ist wirklich so. Das heißt, was sieht man? Ein Fakt, ein Sachverhalt, der völlig klar ist in der einen Darstellung, da reicht es, wenn ich ihn nur minimal anders darstelle und schon sind wir komplett verwirrt. Und das wirkt auch, wenn ich das weiß. Also ich kenne jetzt diese optische Täuschung und ich habe immer noch das Bedürfnis, gerade bei den roten Linien, eigentlich würde ich am liebsten nochmal nachmessen, um es zu bestätigen. Aber Sie dürfen es mir glauben. Das heißt, nur mal ein Beispiel, was für Schwachstellen wir alle in uns eingebaut haben, die ich gut nutzen kann. Und natürlich auch die Frage, warum gerade dieses Beispiel, einfach, dass Sie verstehen, wie geplant, wie sukzessive man da vorgeht und dass man genau weiß, worum es geht. Ich habe das Beispiel rausgesucht, weil es auch in dem offiziellen Dokument zur kognitiven Kriegsführung der NATO zu finden ist. Hier haben Sie diese optische Täuschung. Und was ist die Überschrift, was ist die Denke eigentlich dahinter? What is cognition and how to make it one of the ways of the war? Also wie funktioniert unser Gehirn und wie kann man dieses Wissen als Kriegstechnik nutzen? Okay.
Genau darum geht es. André Lanata, damals Supreme Allied Commander Transformation, also einer der höchsten Generäle der NATO, hat hier genau das offen zugegeben, dass wir die Schwächen der menschlichen Natur ausnutzen, um den Verstand von Einzelnen besser erreichen zu können. Das ist keine neue Idee. Klar, Kriegspropaganda gibt es schon lange, aber jetzt eben diese Bedeutungsverschiebung. Die jüngste Explosion psychologischer Manipulationsverfahren zeigt deutlich, dass die Kenntnis des menschlichen Verhaltens, also diesen Teil, der unterhalb der Wasseroberfläche ist, und die Fähigkeit, es zu beeinflussen, nun im Mittelpunkt einer neuen strategischen Frage stehen. Das ist eben die kognitive Kriegsführung. Man nimmt es sehr ernst. Die Aussagen dazu sind wirklich auch deutlich und sagt, es könnte der neue Gamechanger sein. Also tendenziell ist es so, dass die Bedeutung von Softpower momentan zunimmt, nicht nur im militärischen Bereich, aber auch da, und die Bedeutung von Hardpower eher abnimmt. Es gibt beides, aber dieses Thema Softpower ist hochaktuell und das wird uns echt noch eine Weile beherrschen. Psychologie und Sozialwissenschaften waren schon immer sehr bedeutend für die Kriegsführung, und während sich die Kriegsführung weg von kinetischen Operationen, also genau diese Bedeutungsverschiebung, weg von Hardpower bewegt, könnten sie, also Softpower-Techniken, der neue Gamechanger sein. Meiner Meinung nach müsste man viel mehr auch darüber reden, es müsste wirklich darüber aufgeklärt werden, und das ist auch das, was mich antreibt. Sie müssen lange suchen, bis sie diese Themen auch mal in den Medien finden. Ein Beispiel, muss man wirklich lobenswert erwähnen, ist hier Precht. Ja. Der hat vor kurzem gesagt, in einer Diskussion mit Florence Gaub: Um einen Krieg zu gewinnen, muss man nicht nur auf dem Schlachtfeld erfolgreich sein, sondern man muss die Moral aufrechterhalten, dass wir die Guten sind. Und das ist da der größte Aufrüstungsbereich für alle Länder. Das Fachwort dafür ist Cognitive Warfare, also kognitive Kriegsführung, woher er das nur hat. Also zu versuchen, zum Teil mit Cyberattacken, aber auch mit Manipulation der Öffentlichkeiten oder Unterwanderung sozialer Netzwerke und so weiter, auch darauf komme ich später noch zu sprechen, immer mehr dafür zu sorgen, dass die eigene Deutung, das eigene Narrativ, dass das dominant wird. Es wäre jetzt mal die Einführung zur kognitiven Kriegsführung, dass man wirklich versteht, mit welchem Konzept man es jetzt zu tun hat. Und jetzt möchte ich mir einfach mit Ihnen zusammen Beispiele anschauen. Ich möchte zurückgehen, ich möchte mir aus der Vergangenheit die Brillen holen und ich möchte Sie heute auch mit 2, 3 Brillen rausschicken, die Sie sich dann selbst aufsetzen können. Und dann möchte ich Ihnen wirklich den Rücken stärken und Sie dazu ermutigen. Schauen Sie selbst, was Sie mit diesen Brillen erkennen können. Und wenn es Kriegspropaganda ist, schauen wir auf die Kampagne von einem der wirklich ganz großen Propagandaspezialisten. Wir schauen auf Edward Bernays. Kann ich ein kurzes Handzeichen bekommen? Wer kennt denn Edward Bernays? Ah, wer kennt es nicht? Gegenprobe? Okay, danke. Also, die überwiegende Mehrheit scheint ihn zu kennen. Er ist der Neffe von Sigmund Freud. Und so wie Freud der Begründer der Psychoanalyse ist, ist Edward Bernays der Begründer der modernen Propaganda oder Public Relations. Und er hat gesagt, super, dass mein Onkel rausgefunden hat, wie das Unbewusste der Menschen funktioniert. Jetzt kann ich sie damit steuern, kann ich sie damit lenken mit Propaganda. Und Bernays ist zu einer der einflussreichsten Personen des 20. Jahrhunderts zum Live-Magazin gewählt worden, obwohl er heute eigentlich schon wieder ein Stück weit in Vergessenheit geraten ist. Und wir müssen schauen, wie er argumentiert hat und wie er gearbeitet hat. Harold Burson, das ist einer von Burson & Marsteller, so eine ganz bekannte PR-Agentur, der hat gesagt in einem Interview, also Bernays, der hatte schon vor 80 Jahren Techniken drauf, wo man heute immer noch davon lernen kann. Also er war sehr, sehr fortschrittlich. Und wie er argumentiert hat, diejenigen, die ihn kennen, sie kennen sicherlich dann auch diesen Satz von ihm: Die bewusste und zielgerichtete Manipulation der Verhaltensweisen und Einstellungen der Massen ist. Machen Sie diesen Satz mal für sich selbst im Kopf zu Ende. Dann werden Sie sehen, wie Bernays argumentiert hat. Mir wird sowas einfallen, wie ist komplett undemokratisch oder hat eigentlich in unserer Gesellschaft nichts verloren. Und er sagt, die ist ein wesentlicher Bestandteil demokratischer Gesellschaften. Und das sage ich wirklich offen als Wissenschaftler, dass ich diese Aussagen ablehne. Ja, ich stimme ihm hier nicht zu. Meiner Meinung nach ist Propaganda und Demokratie ist ein krasser Widerspruch. Das bringt sie gar nicht zusammen und das publiziere ich auch öffentlich. Aber Bernays sagt wunderbar, doch, ich muss die Mehrheit der Menschen eigentlich lenken, sonst hätten wir ja Chaos. Organisationen, die im Verborgenen arbeiten, lenken die gesellschaftlichen Abläufe. Sie sind die eigentlichen Regierungen in unserem Land. Und er redet zumindest Klartext. Ja. Was ist Propaganda? Sie ist das stetige, konsequente Bemühen, Ereignisse zu formen oder zu schaffen, mit dem Zweck, die Haltung der Öffentlichkeit zu einem Unternehmen, einer Idee oder einer Gruppe zu beeinflussen. Und wie das funktioniert, da möchte ich Ihnen einfach nochmal ein ganz entspanntes Beispiel geben, bevor wir dann in eine Kampagne von ihm gehen, die Kriegspropaganda eben beinhaltet hat. Er hat natürlich auch in anderen Bereichen gearbeitet, er hat viel auch für die Tabakindustrie gearbeitet, hat lange Zeit versucht, diese Studien zu unterdrücken, die eben rausgefunden haben, dass Rauchen Krebs verursacht. Und er hat einmal ein Problem gehabt, beziehungsweise sein Chef von Lucky Strike hatte ein Problem. Und zwar war das so: Zigarettenschachteln von Lucky Strike waren grün und die Modefarbe der damaligen Zeit war aber rot. Und
Die Frauen haben deswegen einfach nicht so viel diese Zigarettenschachtel benutzt, weil Rot hat halt nicht zu Grün gepasst. Dann ist sein Auftraggeber auf ihn zugekommen und hat gesagt, ja, mach doch mal was. Wenn ich jetzt frage, was würden Sie machen? Natürlich der erste spontane Gedanke ist, ja, dann ändere halt die Farbe von deinen Zigarettenschachteln. Hat sein Chef gesagt, vergiss es, die schönen grünen Schachteln, habe ich so viel Mühe in das Design gesteckt, lass dir was anderes einfallen. Und jetzt müssen Sie verstehen, dass Sie bei Propaganda auch richtig groß denken können. Okay, Big Think heißt es auch in seiner Autobiografie. Und was Bernays jetzt gemacht hat, er hat eigentlich die Modefarbe vom ganzen Land ins Visier genommen. Er hat angefangen, Briefe zu schreiben an Hollywood-Stars, an Designer, auch an Zeitungen. Und die waren in etwa so, Mensch, grün ist doch auch eine verdammt schöne Farbe, oder? Und die ist auch noch so jugendlich und dann kommt noch, keine Ahnung, die Farbe der Augen gut zum Tragen. Und wie wäre es denn mal wieder mit grünen Klamotten? Und dann hat er ein paar Stars natürlich dazu gebracht, zu sagen, ja, stimmt, grün ist auch nicht so schlecht. Die haben sich dann grüne Klamotten auch angezogen, die wurden designt. Und dann hat er noch ein großes Event eigentlich inszeniert, im Waldorf Astoria Hotel in New York City. Das war damals ein ganz bekanntes Innenhotel, das High Society Hotel in New York, und hat einen Green Ball veranstaltet. Da hat er die ganzen Größen aus Showbusiness und Politik, hat er hingekarrt, hat seine Pressekontakte angerufen, die haben fleißig Bilder gemacht. An diesem Abend trug man grün, war dann am Tag drauf natürlich in allen Medien. Sie haben die ganzen Stars und Sternchen und Größen aus Politik etc., die tragen jetzt alle grün. Und so hat es Bernays eigentlich geschafft, mit dieser Kampagne die Modefarbe vom ganzen Land von Rot zu Grün zu drehen, nur damit die besser zu den Zigarettenschachteln von seinem Auftraggeber passen. Und es hat funktioniert, oder? Also das mal dazu, wie dieses Schaffen von Ereignissen ausschauen kann, wo wir denken, die passieren eigentlich, aber die wurden vorher inszeniert, dass wir dann so reagieren, wie man das eigentlich schon bei der Inszenierung vorwegnimmt. Und jetzt, er ist sehr alt geworden auch, und jetzt komme ich zu einer von seinen späteren Kampagnen, Guatemala 1954, und dann möchte ich einfach diese Brillen, die wir uns da jetzt erarbeiten, noch hier aufsetzen und mit Ihnen zusammen in die Ukraine blicken. In Guatemala war es so, wenn wir alleine uns die Jahreszahl anschauen, 1954, ist klar, da war der Zweite Weltkrieg noch keine 10 Jahre her, und die Menschen auf der ganzen Welt hatten eigentlich als allerletztes den Wunsch, dass man nochmal Krieg führen sollte. Die hatten total eigentlich die Schnauze voll von Krieg. Und in den USA war es genauso. Und trotzdem hat es Bernays geschafft, wieder Krieg zu führen, wieder eine Regierung zu stürzen. Und er hat es gemacht, indem er massiv Propaganda eingesetzt hat. Kurz zur Hintergrundinformation. 1951 ist Jacobo Arbenz, den sehen Sie hier auf dem Bild, ein ganz junger, attraktiver Mann mit einer ganz sympathischen Frau auch. Sehr attraktives Paar, die waren sehr beliebt beim Volk. Und sie haben sich für das Volk eingesetzt. Guatemala übrigens hieß oder war eine Bananenrepublik. Den Begriff kennen Sie natürlich. Warum Bananenrepublik? Weil so viele Ländereien, die es damals gab, in Händen von amerikanischen Obstunternehmen waren, die eben hauptsächlich Bananen angebaut haben. Und nicht nur die Ländereien, die hatten dann auch noch die Bahn kontrolliert, die Häfen und so weiter. Das heißt, sie haben richtig viel Profit geschöpft aus diesen Ländern. Und eines davon war eben Guatemala. Also nur 2% der Bevölkerung haben damals über 70% des Landes gehört. Und Arbenz hat das natürlich erkannt, er hat gesagt, das ist ein Problem, meine arme Bevölkerung, die soll auch was bekommen. Und er hat am 15. März 1951 wieder zum Präsidenten gewählt und er hat dann dieses Decreto 900 erlassen, also Dekret 900. Ich komme nachher auch nochmal drauf zurück, deswegen erwähne ich jetzt den Namen, wo er einfach so eine Landreform durchgeführt hat und Ländereien sozusagen zurückgegeben hat an seine Bevölkerung. Er hat das auch nicht umsonst gemacht, sondern es war so, dass United Fruit in ihren eigenen Dokumenten den Wert angegeben hat mit 7,5 Dollar pro Hektar. Das hat er denen gezahlt und United Fruit wollte aber 190 Dollar, also fast das 25-fache. Und er hat das natürlich nicht gemacht, sondern er hat ein Stück weit dann einfach diese Summen bezahlt und dann seiner armen Bevölkerung dieses Land gegeben. Bernays ist damals angestellt bei United Fruit und er hat sofort erkannt, das könnte gefährlich werden. Und denken Sie mal zurück, 1951, er hat zum Präsidenten gewählt, 1954 gestürzt, 1953 war im Iran der Sturz von Mossadegh, der natürlich auch das Erdöl verstaatlichen wollte. Das ist ihm nicht gut bekommen und hier genau der gleiche Gedanke, der will die Obstplantagen hier verstaatlichen oder der Bevölkerung geben, das geht gar nicht. Und jetzt ist Bernays sehr fortschrittlich, sehr strukturiert vorgegangen und hat gesagt, diese ganze Sache der effektiven antikommunistischen Propaganda ist keine Frage der Improvisation. Also wir müssen das planen, wir müssen jetzt eine gezielte Kampagne fahren, die genau diese Schwachstellen wieder der Bevölkerung ins Visier nimmt. Es brauche dieselbe Art von wissenschaftlicher Herangehensweise, wie zum Beispiel bei der Bekämpfung einer bestimmten Pflanzenkrankheit mit Hilfe einer wissenschaftlichen Methode angewandt wird. Also eigentlich hat er gesagt, man muss Arbenz so entfernen, wie man vielleicht das Unkraut im Garten rausreißt, oder? Machen Sie sich mal klar auch, was für eine Menschenverachtung in diesen Aussagen steckt. Und er war nicht alleine. In dem Fall,
Die CIA hat mitgearbeitet, Operation PB Success, sehr gut dokumentiert, die CIA-Operation von 1952 bis 1954, und hier ging die Kampagne von Bernays mit den Bestrebungen der CIA eigentlich Hand in Hand. Es gab auch Verwicklungen sozusagen von der US-Regierung in dieses Unternehmen. Foster Dulles war ehemaliger Anwalt von United Fruit, Alan Dulles, Direktor der CIA, war einer der ehemaligen United Fruits-Direktoren. Was hat Bernays gemacht, um diesen Sturz zu bewerkstelligen? Eine massive Kampagne, wo er Angst eingesetzt hat, wo er die Zustimmung für den Krieg als angebliche Einheitsmeinung verkauft hat und wo er Gräuelpropaganda verbreitet hat. Das sind die Brillen, die möchte ich mir jetzt mal mit Ihnen zusammen erarbeiten. Und was hat er genutzt zur Angsterzeugung? Einfach die geografische Lage. Hier sehen Sie Guatemala und hier sehen Sie die Vereinigten Staaten. So in etwa 1000 Kilometer Entfernung, also jetzt nicht so weit weg. Und er hat gesagt, wir haben ein Riesenproblem. Arbenz ist ein Kommunist, was natürlich nicht gestimmt hat, sondern er wollte einfach seiner Bevölkerung mehr Land geben. Aber das ist ein Kommunist, der wird direkt aus Moskau gesteuert. Das wird ein kommunistischer Brückenkopf in Guatemala, im Hinterhof der USA. Da sind die USA natürlich empfindlich. Und wir müssen uns eigentlich jetzt gegen diesen Kommunisten wehren, weil sonst steht sozusagen Russland kurz vor unseren Toren und könnte uns überrennen. Diese Angst vor dem Kommunismus damals, wir haben sie in Plakat von, das ist noch von 1938, die war in den USA natürlich vorherrschend. Und er hat gemerkt, das ist der Knopf, auf den kann ich drücken. Bernays riet dem Unternehmen, so laut zu schreien, dass die Vereinigten Staaten einschreiten würden, um diese Bedrohung nahe an ihrer Grenze zu kontrollieren. Und es ist schon perfide, er hat eigentlich die Angst von seinem Unternehmen, von United Fruit, vor Verlust von Profiten umgedreht in die Angst der Bevölkerung vom Kommunismus. Das macht überhaupt keinen Sinn, aber er hat es durch massive Propaganda geschafft, nicht nur in den USA, sondern er hat auch versucht, in Guatemala Stimmung zu machen. Hier sehen Sie ein Flugzeug, das wirft Flugblätter ab in Guatemala. In dem Fall schon nach dem Sturz, wo sozusagen die Botschaft wieder war, ja wunderbar, jetzt seid ihr den kommunistischen Diktator losgeworden. Aber diese Flugzeuge sind natürlich auch geflogen, während die Kampagne lief, um sozusagen Stimmung zu machen. Man hat das Volk gewarnt, passt mal auf, euer Präsident ist ein russischer Spion, ist ein kommunistischer Spion und der wird euch ins Übel stürzen. Es gab auch so ein Radio, das immer wieder diese Botschaften gesendet hat. Abends hat dann versucht herauszufinden, wo das Radio liegt, der hat es dann eine Weile nicht geschafft. Aber man hat einfach mit diesem Befreiungsradio, mit diesen Flugblättern, hat man auch die Bevölkerung und die Militärs in Guatemala natürlich nervös gemacht. Was brauchen Sie noch für so eine Propagandakampagne? Jede Menge Angst, und Sie brauchen eine Einheitsfront in den Medien. Wenn Sie jetzt 9 Medien haben, die sind vor den Sturz, und ein Medium, das spricht dagegen und das liefert Fakten und sagt, Moment, das stimmt doch gar nicht, dann fällt es schwer. Also Sie müssen eine Einheitsmeinung in den Medien herstellen. Und das war das, was Bernays als Medienblitz bezeichnet hat. Medienblitzkrieg, noch angelehnt eigentlich aus dem Zweiten Weltkrieg, wo die deutschen Stukas, also diese Sturzkampfbomber, haben so Bombenteppiche gelegt in Ländern, haben die bombardiert mit einem Blitzkrieg und haben natürlich Terror in der Bevölkerung hervorgerufen. Und Bernays hat dieses Wissen genutzt und hat gesagt, wir müssen die Bevölkerung eigentlich genauso terrorisieren, wie die Deutschen damals mit ihren Bomberstaffeln die Bevölkerung terrorisiert haben. Medienblitz bedeutet, dass du ständig mit den verschiedensten einflussreichen Presseleuten telefonierst und sie fortlaufend mit Material versorgst. Also er hat so einen eigenen Pressebüro geschaffen, Middle American Information Bureau, also mittelamerikanisches Informationsbüro. Er hat selber den Begriff Mittelamerika eigentlich so ein Stück weit erfunden, um dieses Büro überhaupt gründen zu können. Und er hat haufenweise Pressemitteilungen rausgehauen. Und in dem Fall war es eben sehr leicht, die Journalisten zu lenken, weil die haben einfach dankbar diese Meldungen aufgenommen. Die hätten auch kritisch sein können, hätten auch nachfragen können, hätten selbst recherchieren können. Aber dieses Beispiel zeigt eben, dass es möglich ist, die Medien zu kontrollieren. Er hat auch Reisen veranstaltet nach Guatemala, ist mit den Journalisten nach Guatemala geflogen. Nach einer später gesagt hat, nö, hat die da nie angelogen. Zufälligerweise gab es gerade zu der Zeit, wo Bernays da mit den Journalisten in Guatemala war, gab es eine Demonstration gegen die USA in Guatemala. Und bis heute wird ihm eigentlich vorgeworfen, dass er die inszeniert hat. Die Reisen dienten angeblich dazu, Informationen zu sammeln, aber was die Presse hören und sehen würde, wurde sorgfältig und vom Gastgeber geregelt. Eine überraschende Zahl angesehener Reporter schien nicht zu wissen oder sich nicht darum zu kümmern, über diese Orchestrierung oder über die Tatsache, dass Bernays für eine Firma arbeitete, bei der riesige ökonomische Interessen auf dem Spiel standen. Also die Journalisten hätten es schon wissen können, aber sie wollten nicht. Sie haben einfach die Meldung, die sie bekommen haben, weitergetragen. Was wichtig war, dass die Pressemitteilungen von Bernays mit Fakten gefüllt waren, die sie schnell in Geschichten umwandeln konnten. Und Abends hat es mitbekommen. Der wusste natürlich, was läuft. Und er hat dann selber versucht, mit seiner Propaganda dagegen zu halten. Er hat selber eine Kampagne gefahren. Hier sehen Sie, der Präsident Abends, der liefert. Hier, Bauer, nimm dein Land, verteidige es, kümmere dich gut um es, baue etwas an.
Aber er hatte keine Chance. Er war völlig machtlos gegen diese Einheitsfront, natürlich auch die in den Medien geschaffen wurde. Er war völlig machtlos gegen diese Propagandafähigkeiten und auch die Mittel, die Bernays zur Verfügung hatte. Und Bernays hat es wirklich geschafft, so eine Einheitsmeinung herzustellen. Am Ende haben alle das Gleiche gedacht, jeder war sich einig. Dieser Arbenz, der muss weg. Den Kommunisten, den müssen wir entfernen. Und kleiner Scherz am Rande, wo alle das Gleiche denken, denkt niemand besonders viel, sagt Walter Lippmann. Schauen Sie auf die Jahreszahl, man denkt immer, von wann ist das? 1915? Also so alt sind diese Dinge und so lange läuft es auch schon. Was Sie jetzt noch machen müssen, Sie müssen an die tiefen Gefühle der Menschen ran, Sie müssen Hass wecken, Sie müssen Mitleid hervorrufen. Und Bernays hat das gemacht mit Gräuelpropaganda. Und wenn Sie möchten, ich zeige Ihnen jetzt ein Bild, ich hätte Ihnen auch noch schlimmere Bilder zeigen können. Ich werde es nur kurz zeigen, wenn Sie nicht möchten, dann schauen Sie weg. Aber ein Bild, das Gräuelpropaganda zeigt, hier sehen Sie, von der CIA, deklassifiziert. Also es gab Menschen, die misshandelt wurden, man wusste nicht, was ist denen eigentlich passiert. Es gab Menschen, die, es gab auch sozusagen eine Gruppe von toten Menschen, die vor dem Haus gelegen ist. Man hatte da die Bilder davon, man hat die genommen und man ist dann in die Presse gegangen und hat gesagt, hier sieht man, der kommunistische Diktator misshandelt sein Volk. Und einer, der bei der United Fruit Presseabteilung gearbeitet hat, der hat dann später zugegeben, die hatten überhaupt keine Ahnung, woher die Bilder kamen, diese Leichen, die konnten auch sein, weil es vielleicht gerade ein Erdbeben gab oder einen Erdrutsch oder was auch immer. War völlig egal, es ging nicht um die Wahrheit, es ging nur darum, die Botschaft zu verbreiten, dass Arbenz ein kommunistischer Diktator ist, grausam sein Volk niederknüppelt. Und man wusste natürlich genau, auf welchen Knopf man hier drückt. Hier haben Sie von dem Milgram-Experiment, das Ihnen sicherlich oder vielen von Ihnen ein Begriff ist. Der psychische Mechanismus ist durchsichtig. Wenn das Opfer eine unwürdige Person ist, braucht man sich keine Gewissensbisse zu machen, wenn man ihm Schmerzen zufügt. Und Schmerzen hat man natürlich dem Volk zugefügt. Es gab einen brutalen Sturz. Man hat als CIA-Aktion, man hat vorher die CIA-Rebellen trainiert. Hier haben Sie Castillo Armas mit seiner Gruppe. Die waren unglücklich über die Regierung. Man hat die trainiert, man hat die aufgerüstet, man hat sie dazu gebracht, einzumarschieren, dann in Guatemala. Sie sind von der Grenze aus trainiert worden. Und am 18. Juni 1954 ist diese Gruppe unter Castillo Armas und 200 Soldaten, die von der CIA rekrutiert und ausgebildet worden waren, in Guatemala eingefallen. Und Bernays hat sofort gesagt, die sind super, das sind meine Leute. Er hat sie nicht Terroristen genannt, sondern er hat sie Befreiungsarmee genannt. Army of Liberation ist dann sofort in den Zeitungen publiziert worden. Jawohl, die stürzen den Präsidenten. Machen die gut. Und sie machen es alleine. War natürlich gelogen, weil die CIA involviert war. Und man hat so viel Stress gemacht, es gab dann auch Bombenangriffe, es sind Menschen gestorben, in etwa 200 Menschen sind gestorben. Aber die waren natürlich durch jahrelange Propaganda vorher schon verängstigt, dass dieser Sturz eigentlich geklappt hat. Man hat auch immer wieder versucht zu kommunizieren, diese Befreiungsarmee, es waren ja nur eine relativ kleine Gruppe, aber die ist militärisch so stark und die hat so viel Rückhalt in der Bevölkerung, die hat eigentlich schon gewonnen. Und abends musste gehen. Er musste gehen und er hat in seiner Abschiedsrede oder Rücktrittsrede hat er nochmal genau gesagt, was lief. Sie haben den Vorwand des Antikommunismus benutzt mit diesem Propagandablitz. Die Wahrheit ist jedoch eine ganz andere. Die Wahrheit liegt in den finanziellen Interessen von United Fruit und den anderen US-Monopolisten, die viel Geld in Amerika investiert haben und fürchten, dass auf das Beispiel von Guatemala andere Länder des Kontinents folgen könnten. Das heißt, sehr scharfsinnige Analyse. Das sagt Arbenz. Was schreibt die Presse? In den USA, New York Times, einen Tag später, den Diktator sind wir los, sozusagen. Präsident durch antikommunistische Militärjunta gestürzt, das Regime fällt, achten Sie auch auf die Wortwahl, jetzt ist es ein Regime. Und besonders perfide, USA werden geholfen, gefragt zu helfen, dieses Blutvergießen zu beenden. Was völlig pervers ist, weil es natürlich erst möglich wurde durch diese Intervention der USA und der CIA und von Bernays. Und am Ende, man hat dann eigentlich, ja, war dann schon abgetreten, hat man nochmal mit den Füßen, ist man nochmal auf seinem Erbe rumgetrampelt. Hier sehen Sie Nixon mit Armas. Nixon, damals Vizepräsident, ist dann nach Guatemala gereist und hat gesagt, wunderbar, das habt ihr super gemacht. Man sieht hier im Hintergrund auch noch so ein paar Bücher. Man hat dann praktisch in seinem Büro zufälligerweise haufenweise kommunistische Manifeste gefunden und ein kommunistisches Tagebuch und so. Da war völlig klar, also mit diesen Büchern, mit dieser Bibliothek muss das ein kommunistischer Diktator gewesen sein. Also hier hinten die aufgestapelten Bücher. Und Nixon sagt, das ist das erste Mal in der Geschichte der Welt, dass eine kommunistische Regierung vorm Volk gestürzt wurde. Ist gelogen. Wir sind sicher, dass Guatemala unter ihrer Führung und mit der Unterstützung des Volkes, das ich bei meinem Besuch in Guatemala zu Hunderten getroffen habe, in eine neue Ära eintreten wird, in der Wohlstand und Freiheit für das Volk herrschen werden. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie uns die Möglichkeit gegeben haben, diese Ausstellung über den Kommunismus in Guatemala zu sehen. Armas war plötzlich
kein Kommunist mehr, weil natürlich er hat dieses Decreto 900, Dekret 900 sofort rückgängig gemacht und hat United Fruit die Ländereien zurückgegeben. Und jetzt könnte man sagen, okay, an dieser Stelle war keine saubere Aktion, es sind 200 Menschen gestorben, das ist furchtbar grausam, aber vielleicht hat es ja gestimmt, oder? Vielleicht können Sie in dem Fall mit dieser Propagandakampagne was Gutes bewirken, vielleicht geht es dem Volk ja danach tatsächlich besser. Amas ging es auf jeden Fall nicht besser, der ist dann 1957 schon erschossen worden von einem aus seiner Riege. Und jetzt ist die Frage, wie ging es in Guatemala weiter? Und ich habe Ihnen jetzt ein Bild mitgebracht, ich hätte Ihnen ganz andere Bilder mitbringen können. So ging es weiter. Okay. 30 Jahre, Bürgerkrieg, unglaubliches Gemetzel. FAG, das ist die Fuerza Aérea Guatemalteca, also die guatemaltekische Luftwaffe. Und es gab unglaubliche Massaker dann in der Zivilbevölkerung. Eine Militärregierung sozusagen hat die andere abgelöst und es sind in etwa 200.000 Menschen gestorben, vor allem Mayas, Ureinwohner. Und da hat man aber nicht mehr drauf geschaut. Man hätte ja sagen können, okay, jetzt haben wir so eigentlich den Blick auf Guatemala gelenkt, wir schauen mal, wie es jetzt weiterläuft. Aber das hat dann niemand mehr interessiert und das haben nicht viele Leute mitbekommen. Und bis in die 1990er Jahre eben noch diese Gewalt. Und auch wenn uns das vielleicht nicht so klar ist, den Guatemalteken ist das sehr wohl klar. Hier sehen Sie einen Ausschnitt von einer Wandmalerei 1944 bis 1954, also bis zu dem Sturz Guatemala in Primavera, also Guatemala im Frühling, da ging es ihnen gut. Dieses Decreto 900, hier taucht es nochmal auf, also abends hat der Bevölkerung das Land gegeben, er hat soziale Sicherheit geschafft und dann wird dem Land derselbe reingerannt. Und wer war das? Man weiß, wer es war. Hier sehen Sie das ganze, die ganze Malerei. Intervención Gringa, also die USA sind schuld. Und mehr als 250.000 sogar hier als Opfer angegeben. Und schauen Sie auch auf die Namen, Panthers, Ishkan, das sind Mayas, also Ureinwohner, die da getötet wurden. Wenn wir eines wirklich lernen können, aus diesem Sturz und auch aus diesem Putsch und aus dieser Propaganda, die eingesetzt würde, dass sie nie erwarten können, mit Propaganda oder mit militärischer Gewalt am Ende irgendwie Frieden zu schaffen. Es funktioniert einfach nicht. Und ganz krass haben Sie das Beispiel hier nochmal in Guatemala. Das heißt, Sie dürfen keine Informationen verdrehen. Sie dürfen auch nicht lügen. Sie dürfen nicht sagen, dass ein Präsident kommunistisch ist, wenn es einfach nicht stimmt. Sie dürfen nicht sagen, dass er sein Volk abschlachtet, wenn es einfach gelogen ist. Das ist einfach nur Propaganda. Man müsste sagen, okay, das ist eines der besten Beispiele dafür, dass man aufhören muss zu lügen, dass man aufhören muss mit dieser massiven Beeinflussung, mit diesem immer wieder Drücken auf die Knöpfe der Menschen, wo man weiß, da kommt man an ihr Unbewusstes. Und was passiert ist aber, zeige ich Ihnen ein Dokument aus der kognitiven Kriegsführung, genau das Gegenteil. Das heißt, hier heißt es, in dieser aufstrebenden Welt werden der Informationskrieg und die kognitive Kriegsführung wahrscheinlich den gewünschten Endzustand erreichen. Destabilisierung eines politischen Führers, also genau das, was in Guatemala passiert ist, eines militärischen Befehlshabers. Das heißt, man nutzt die Manipulation von Informationen, um die gewünschten Ziele zu erreichen. Es geht nicht nur darum, dem Feind den Zugang zu bestimmten Informationen zu verwehren, zum Beispiel durch Störsender, sondern auch darum, diese Informationen zu manipulieren. Also ganz offen wird hier gesagt, wie gearbeitet wird. Man weiß, wie es funktioniert, man kennt die Techniken, man kennt die Programme und man setzt es ein. Jetzt haben wir uns diese Brillen erarbeitet und jetzt möchte ich mit Ihnen zusammen noch auf diesen Ukraine-Konflikt blicken, der sich im Moment zuspitzt natürlich und möchte auf die Kriegspropaganda blicken. Und dass es Kriegspropaganda gibt in diesem Konflikt, ist total unkritisch. Wenn Sie auf die Tagesschau blicken, sehen Sie Russland und Propaganda, da haben Sie sehr viele Treffer, wenn Sie die beiden Suchbegriffe suchen. Also dass Russland Propaganda macht, ist offensichtlich unbestritten. Wenn Sie nach NATO und Propaganda suchen, haben Sie so gut wie keinen Treffer. Wenn Sie nach kognitiver Kriegsführung suchen, dann haben Sie genau einen Treffer. Das ist ein Interview, das ich im SWR gegeben habe. Und das war's. Also das ist noch ausbaufähig, oder? Und auch das ist nicht neu. Walter Lippmann. Wir müssen uns erinnern, dass das, was in Kriegszeiten von Seiten des Feindes von der Front berichtet wird, immer Propaganda ist. Und was von uns von der Front berichtet wird, Wahrheit und Aufrichtigkeit ist die Sache der Menschlichkeit und ein Kreuzzug für den Frieden. Und das sind alte Zitate, okay, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, manchmal denkt man so, von wann ist das 2020? Nee, es ist 1920 oder sehr, sehr alte Zitate, sehr lange läuft es schon. Und was läuft denn unter anderem diese Techniken, die möchte ich mir jetzt mal mit Ihnen gemeinsam anschauen. Angsterzeugung haben wir das heute noch im Ukraine-Krieg und da möchte ich Ihnen eine Dame vorstellen. Ich muss sagen, ich habe jetzt nicht unbedingt gezielt nach ihr gesucht, aber sie hat sich bei der Analyse von Kriegspropaganda einfach aufgedrängt. Immer die gleiche Reaktion. Und
Schauen Sie, denken Sie mal zurück, was man in den USA gesagt hat. Man hat gesagt, Arbenz ist kurz davor, bei uns einzumarschieren. Da haben wir den kommunistischen Brückenkopf in Guatemala nur in etwa 1000 Kilometer von unserer Grenze. Was sagt Agnes Strack-Zimmermann? Auf russischen Panzern steht nach Berlin und der tschetschenische Präsident und Moskaus Verbündeter Kadyrov droht offen mit der Besetzung von Ostdeutschland. Also ganz klar dieses Narrativ, wir müssen Putin in der Ukraine stoppen, sonst krallt er sich nach und nach die Länder Europas. Und was wir auch haben, ist Angst vor einem Atomschlag, hier die Angst, die neue Angst vor der Atombombe, was natürlich auch damit zusammenhängt und auch darauf muss man hinweisen, das ist völlig unverantwortlich natürlich von russischer Seite, ist immer wieder diese Karte auszuspielen, mögliche atomare Schläge gegen NATO-Gebiet auszuführen. Und hier versucht man, die Menschen zu beruhigen. Man weiß, sie haben vielleicht diese Botschaften empfangen. Man sagt, okay, ist vielleicht alles nicht so schlimm, also neue Angst vor der Atombombe, die Angst vor dem Weltkrieg. Wie sicher fühlen sich die Deutschen, haben sie eine Umfrage von 2023, wo in etwa 40% im ZDF-Politbarometer sagen, sie haben große Angst vor einem Krieg. Also diese Ängste, die nehmen zu, sie sind messbar. Hier sehen Sie andere Studie, die Angst, dass Deutschland sich an dem Krieg beteiligt, geht seit 2022 nach oben. Die Angst, dass Deutschland sich im Kriegsfall nicht verteidigen kann, auch diese Angst geht nach oben. Übrigens in der gleichen Studie auf Platz 6 der Ängste ist gelandet, vielleicht können Sie das nachvollziehen, dass unsere Politikerinnen und Politiker mit ihrer Aufgabe aktuell überfordert sind. genau, also das war auf Platz 6. Hier haben Sie eine Studie aus den USA, eine Umfrage, wo man auch sieht, World War III ist mit die zweithäufigste Angst. Republikaner haben eher Ängste dann noch vor dem ökonomischen Kollaps und diejenigen, die demokratisch wählen, die sind ganz besorgt über den Klimawandel. Also immer wieder diese Angst vor einem dritten Weltkrieg. Und was läuft, natürlich, sind auch militärische Übungen, die genau das simulieren. Steadfast Defender, die größte NATO-Übung seit 1988, also seit dem Kalten Krieg hatten wir keine so große NATO-Übung, die ist am 31. Mai erst zu Ende gegangen. Kann ich ein Handzeichen bekommen, wer kannte diese Übung, wer wusste, dass die stattfindet? Okay, Sie sind gut informiert, Sie kommen zu Koblenz zum Dialog, da sieht man das. Und ich habe lange auch gesucht nach Bildern. Man findet hauptsächlich so Hochglanzbilder. Es schaut super gut aus. Schauen Sie mal, die Flieger hier, das müssen Sie perfekt timen, weil die sind ja viel schneller wie die Schiffe. Also super stylisch wird das inszeniert. Aber was steckt drinnen? Es steckt drinnen, dass man übt, dass Artikel 5, also die kollektive Verteidigung der NATO, aktiviert wird, weil es einen Einfall Russlands in ein NATO-Land gab. Das heißt, was man eigentlich übt, ist, in diesem Szenario steckt der Dritte Weltkrieg. Zustimmung für den Krieg als angebliche Einheitsmeinung. Gibt es eine Einheitsfront in den Medien? Natürlich ist es zu pauschal zu sagen, die Medien, aber ich möchte einfach auf diesen Punkt hinweisen, dass, wenn Sie John Mearsheimer, wenn Sie die These von ihm kennen, er sagt, ich denke, dass die ganzen Probleme in diesem Fall im April 2008 begannen, auf dem NATO-Gipfel in Bukarest, bei dem die NATO nachher eine Erklärung herausgab, die besagte, dass die Ukraine und Georgien Teil der NATO werden würden. Also seiner Meinung nach liegt die Verantwortung für diesen Konflikt bei NATO-Ländern und bei den USA. Mein Argument ist, dass der Westen, insbesondere die USA, hauptverantwortlich für dieses Desaster sind, aber kein amerikanischer Politiker und kaum jemand im amerikanischen außenpolitischen Establishment wird diese Argumentation anerkennen wollen und sie werden sagen, dass die Russen verantwortlich sind. Und jetzt schauen Sie selbst, wie oft finden Sie John Mearsheimer, wenn Sie zum Beispiel auf die Tagesschau-Webseite gehen? Ich habe es gemacht, ich mache das immer als Vorbereitung dann auch auf die Vorträge, habe nochmal gesucht, John Mearsheimer, Tagesschau, null Treffer. Bei ZDF gibt es genau einen Treffer, aber da war der Link kaputt. Ich habe damals noch an ZDF geschrieben, bitte mal den Link ausbessern und so. Ich habe dann eine Antwort zurückbekommen, ja, tut uns leid, haben wir jetzt ausgebessert, aber da war der Bericht schon lange gelaufen, haben es die Leute nicht mehr mitbekommen. Also diese Meinung, diese Haltung hat sehr, sehr wenig Raum und ich glaube, auch die sollte diskutiert werden. Ich gebe Ihnen noch eine empirische Studie, die den Zeitraum vom 24. Februar bis 31. Mai 2022, also nach dem Einmarsch, untersucht hat. Und gerade am Anfang, schauen Sie auf den Anfang von den Konflikten, da ist die Propaganda besonders stark. In einigen Fällen haben die von uns untersuchten Medien tatsächlich sehr einheitlich über den Krieg berichtet. Also diese Einheitsfront konnten sie hier empirisch nachweisen. Das betrifft insbesondere die Zuschreibung der Kriegsverantwortung an Russland und die Bewertung der beiden Kriegsparteien. Wer ist gut bewertet worden, wer ist nicht so gut bewertet worden? Natürlich, unsere Besten sind ganz oben, oder? Annalena Baerbock hat allermeisten Zuspruch. Zelensky, Ukraine, NATO positiv. Merz, Bundesregierung, Scholz eher negativ und ganz unten natürlich Russland und Putin. Und bei Scholz war es auch spannend, die Zustimmung in den Medien war eher für ihn groß. Also
sich für Waffenlieferungen ausgesprochen hat und wo er dann dagegen war, ist die Zustimmung wieder gesunken. Noch die Frage, gibt es Gräuelpropaganda? Das wäre jetzt die dritte Brille, die ich mir aufsetzen möchte mit Ihnen zusammen. Und auch da ist die Aussage unkritisch, weil unsere Medien selbst feststellen, dass Gräuelpropaganda verbreitet wird. Deutsche Welle beobachtet eine Berichterstattung, welche sich auf Grausamkeiten konzentriert und somit die Gefühle der Menschen berührt. Vergewaltigung, Verstümmelung, das Morden von Zivilisten, heißt hier in dem Artikel. Was wir jeden Tag über Gräueltaten aus der Ukraine hören, ist kaum zu ertragen. Und es stimmt, wenn Sie den ganzen Tag bombardiert werden von diesen Nachrichten, Sie wissen gar nicht mehr, wohin mit Ihren Ängsten, und Sie sagen, okay, ab in den Krieg. Krieg ist grausam und dreckig, aber muss es immer so menschenverachtend sein, wie aktuell in der Ukraine? Muss es sein, dass Soldaten gezielt auf Zivilisten, auf Frauen und Kinder schießen und Frauen vergewaltigen? Und wenn Sie den Artikel weiterlesen, dann sehen Sie, dass es in diesem Artikel natürlich russische Soldaten sind, die diese Verbrechen begehen, die Frauen und Kinder töten und Frauen vergewaltigen. Und aus Sicht der Propaganda muss man sagen, ist es nötig? Brauchen Sie das? Absolut. Wenn Sie als grüne Partei vor der Wahl sagen, mit uns gibt es keine Rüstungsexporte in Kriegsgebiete, und nach der Wahl sagen Sie, jawohl, Sonderschulden, da sind wir mit dabei, 100 Milliarden und so viel Unterstützung für Zelensky wie nur irgendwie nötig, dann brauchen Sie diese Zivilisten, die getötet werden, auf Frauen und Kinder, die geschossen werden, und Frauen, die vergewaltigt werden. Und nochmal die Dame, die sich einfach aufgedrängt hat, sie sagt, seit 24. Februar, sagt sie bei Markus Lanz, wissen wir, dass er, also Putin, einen mörderischen Krieg führt. Da sterben Menschen, Frauen, Massenvergewaltigungen, Kinderkliniken, Geburtskliniken, die gezielt angegriffen werden. Und achten Sie selbst mal drauf, was das mit Ihnen macht, wenn Sie diese Worte hören. Sie können gar nicht mehr aus oder Sie haben sehr viel Angst, sehr viel Panik und sagen, okay, da muss man was dagegen tun. Und hier, was können Sie eigentlich sagen, dass es gelogen war? Ich habe das publiziert, aber das bekommen Sie nicht unbedingt in großen Zeitungen publiziert. Ich habe es auf den Nachdenkseiten konnte ich es publizieren. Es stellte sich später heraus, dass die ehemalige ukrainische Menschenrechtsbeauftragte Lyudmila Denisova, die von Frau Strack-Zimmermann angesprochenen Massenvergewaltigungen zu großen Teilen erfunden hatte, um mehr Unterstützung für die Ukraine zu erhalten. Das heißt, die Quelle, und merken Sie sich bitte, ukrainische Menschenrechtsbeauftragte, das ist wichtig, kommt gleich noch. Sie hatte Gräuelpropaganda verbreitet, sie hat sich dann gerechtfertigt und hat gesagt, bitte, aus Propagandaperspektive war doch das, was ich gemacht habe, völlig in Ordnung. Lyudmila Denisova war in den letzten Wochen in den westlichen Medien eine viel zitierte Quelle, die mit schrecklichen Details gespickten Aussagen der Ombudsfrau des ukrainischen Parlaments für Menschenrechte zu Massenvergewaltigungen ukrainischer Frauen und Kinder durch russische Soldaten passten offenbar gut ins Narrativ. Dann kam jedoch heraus, dass sich die meisten Schilderungen schlichtweg ausgedacht hatte. Es folgte ein Misstrauensvotum und die Entlassung. Nun erklärte sich Denisova in den ukrainischen Medien, sie habe mit den Gräuelmärchen doch nur der Ukraine helfen wollen, indem sie den Westen zu Waffenlieferungen bringt. Das heißt, aus ihrer Perspektive hat sie nichts Falsches gemacht. Sie sagt, muss doch dieses Narrativ bedienen. Ich weiß, wir brauchen Gräuelpropaganda, um die Unterstützung hochzuhalten. Und ich möchte einfach darauf hinweisen, dass wenn sich das schon mal als falsch herausgestellt hat, dann sollte man doch einfach vorsichtig auch mit diesen Informationen in Zukunft umgehen. Und ich war dann schon ein bisschen erstaunt über den 28. April 2024. Da haben wir wieder Strack-Zimmermann, in dem Fall war Karin Mioska, und sie sagt, es sind Massengräber ausgehoben worden. Also nochmal genau die gleiche Geschichte. Ich kann Ihnen dezidiert sagen, was sich in der Ukraine abspielt. Es sind Folterkeller gefunden worden, nicht nur für Erwachsene, auch für Kinder. Und was ich jetzt nicht machen kann, ich kann Ihnen nicht sagen, ob diese Information stimmt oder ob die nicht stimmt. Aber ich kann Ihnen sagen, was die Quelle dafür ist. Und die Quelle ist der ukrainische Menschenrechtsbeauftragte Dmytro Lubinets. Vergangene Woche zusammengetragen, wir haben in der Region Cherson 10 Folterkammern gefunden, 4 davon in der Stadt Cherson, berichtete er. In einer fanden wir einen separaten Raum, eine Zelle, in der Kinder festgehalten wurden. Machen Sie sich klar, was das mit Ihnen eigentlich bewirkt, diese Informationen? Die gehen an die tiefsten Tiefen eigentlich von unserer menschlichen Psyche. Man kann es mit diesen Geschichten machen, man kann es auch mit Bildern machen. Ich habe Ihnen hier mal ein Bild mitgebracht von der Tagesschau, 8. April 2022, Gräueltaten in der Ukraine, es ist Völkermord. Achten Sie auch auf den Frame, der da aktiviert wird, Völkermord. Bei ARD genau das Gleiche, das ist ein Genozid. Und wo finden Sie den Genozid? Sie finden den in den Augen der Frau. Blicken Sie ihr in die Augen und wir sehen, die hat das Schlimmste eigentlich mitgemacht. Man fühlt mit ihr mit. Und wenn man richtig gut ist, dann gibt man ihr in diesem Artikel noch einen Namen. Man sagt, das ist Anna, 65 Jahre, die ist mit ihren beiden Kindern geflohen.
Und dann leiden wir noch mehr mit. Das ist dieser identifizierbare Opfereffekt. Der Tod von einem Menschen ist eine Tragödie. Also wenn wir den kennen, wenn wir eine Beziehung aufbauen. Der Tod von Millionen ist nur eine Statistik. Sie können zum Beispiel sagen, im Kosovo-Krieg sind viele Zivilisten gestorben. Die nennen wir Kollateralschäden. Dann haben die auch keine Namen. Dann klingt es so technisch, Kollateralschaden. Schaden habe ich mal am Auto und Kollateral, keine Ahnung, was das bedeutet. Ist wohl nicht so schlimm. Und so können sie eigentlich Gräueltaten sichtbar machen oder auch unsichtbar machen durch diese Techniken. Was ich Ihnen sagen kann, als Hobbyfotograf, dieses Bild ist gar nicht so leicht zu machen, weil die Menschen bewegen sich. Sie müssen genau auf die Augen der Frau scharf stellen. Hier muss es unscharf sein, hier muss es unscharf sein, das nennt man Bokeh. Und was ich damit sagen möchte, diese Fotos sind natürlich von Profis gemacht. Das heißt, wir haben die Menschen, die genau wissen, welche Bilder muss ich liefern. Und dann haben wir diejenigen, die genau wissen, welche Texte schreibe ich noch mit dazu. Dann wirkt es besonders gut. Und natürlich auch der Hinweis, wenn wir über Kriegspropaganda sprechen, dass vielleicht Sie und ich, wir im Saal oder wir hier im Raum, wir finden das nicht gut und wir lehnen das ab. Aber von anderer Seite wird das ganz anders gesehen. Nochmal, für unsere Besten gab es einen Orden. Baerbock, Hofreiter und Strack-Zimmermann am Anfang des Jahres einen Verdienstorden von Zelensky verliehen bekommen von der Ukraine. Und Strack-Zimmermann, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, nannte die Verleihung eine große Ehre. Sie ist gleichzeitig Ansporn für mich, weiter unverbrüchlich an der Seite unserer tapferen Freundinnen und Freunde zu stehen, sagte sie am Freitag in Berlin. Und was auch wichtig ist und warum ich, glaube ich, heute keiner mehr erklären muss, dass die kognitive Kriegsführung ein ganz wichtiges Thema ist, dass es hochaktuell ist und sozusagen auch dieser Blick auf die Realität, der immer wieder verschleiert wird durch die kognitive Kriegsführung, das möchte ich Ihnen jetzt noch an einem letzten Beispiel verdeutlichen. Und zwar ist es so, Sie haben ja anfangs mitbekommen, und ich habe Ihnen das gesagt, dass die Angst teilweise auch von Russland geschürt wird von einem Atomschlag. Und es ist meiner Meinung nach völlig unverantwortlich, überhaupt sowas zu denken. Aber was man jetzt versucht, offensichtlich, das scheint so zu sein, dass man diese Botschaften, die Angst hervorrufen können, auch von russischer Seite, dass man die kontert und dass man Narrative entwickelt im Sinne von einem Nuklearkrieg, da haben wir alles im Griff, das läuft schon. Das ist ein sehr aktueller Artikel, der hat leider kein Datum dabei, weil der sich immer wieder selbst aktualisiert hat, aber den habe ich vor kurzem noch online gesehen. Reaktion auf Putin, Atomschlag, Ex-Militär verrät, diese drei russischen Ziele würde die NATO als erstes bombardieren. Also ein durchaus sorgloser Umgang meiner Meinung nach mit undenkbaren. Und wie undenkbar das Ganze ist, da möchte ich gleich noch drauf eingehen, aber einfach, dass man das mal sieht. Hier wird offenbar versucht, so zu tun, als hätte man bei dem Atomkrieg doch alles im Griff und man würde sich Russland vornehmen. Unglaublich. Es wird auch immer wieder davor gewarnt, dass vielleicht Russland Atomwaffen einsetzen könnte. Und hier möchte ich noch einen kurzen Blick auch auf Dinge legen, die gerade passieren, die hochaktuell sind, die meiner Meinung nach auch hochgefährlich sind und die aber im Zuge der kognitiven Kriegsführung sicher ein Stück weit untergehen, die auch in der Einheitsfront der Medien sehr, sehr selten berichtet werden. Und zwar ist das ein Angriff, der kürzlich stattgefunden hat von der Ukraine auf zwei Radarstationen in Armavir und in Orsk. Darf ich ein Handzeichen bekommen? Wem war klar, dass die Ukraine das angegriffen hat? Das ist nicht die Mehrheit Gegenprobe. Wer wusste es nicht? Okay, in etwa 50-50. Also, was ist passiert? Die Ukraine hat am 22. Mai Armavir angegriffen, am 26. Mai Orsk. Da hat es nicht funktioniert. Und da stehen sogenannte Nuclear Early Warning Radars, also Radarstationen, die eigentlich schauen sollen, ob Atomraketen auf Russland abgeschossen werden. Und das sind dann die Augen für Russland, die erkennt diese Raketen, die haben etwa 20 Minuten Flugzeit, sie erkennt sie und Russland kann dann entsprechend darauf reagieren. Das ist einfach Teil von dieser nuklearen Strategie. Russland ist auch nicht so gut ausgerüstet, was die Überwachung aus dem Weltall angeht, sondern die sind wirklich angewiesen auf diese Radarstationen, diese Augen. Und wenn Sie mal schauen, natürlich, wir haben die Erdkrümmung, die Radarstationen sind auf dem Boden und die blicken nach außen. Und aufgrund von der Erdkrümmung wird natürlich die Entfernung zum Boden immer größer. Das sehen Sie hier auf dem Bild. Und ich sage es auch deswegen so ausführlich, weil aus dieser Tatsache man schon ablesen kann, dass es für die Ukraine erstmal überhaupt nichts bringt, wenn sie diese Augen eigentlich Russland aussticht, weil die blicken nicht auf die Ukraine, die blicken über die Ukraine drüber. Und das, was in der Ukraine passiert, auch an Jets oder auch an Raketen, was abgeschossen wird, das können Sie mit diesen Radars gar nicht erkennen, sondern die sind wirklich nur auf Interkontinentalraketen, auf Atomraketen ausgerichtet. Hier haben Sie die Station. Hier war der Angriff erfolgreich. Hier haben wir zwei von diesen Radars, die eben zerstört wurden. Und es ist schon erstaunlich, weil es ist wirklich Tausende von Kilometern innerhalb der russischen Grenze, oder? Annalena Baerbock wird wahrscheinlich sagen, mindestens 100.000 Kilometer. Aber es ist auf jeden Fall ziemlich nah, also ziemlich weit im Inland. Es ist nicht nahe an der Grenze. Was ich Ihnen jetzt sagen kann, und das wissen Sie sicher auch, das ist brandgefährlich. Weil
wenn man Russland die Möglichkeit nimmt, gegnerische Angriffe zu sehen, dann ist überhaupt nicht absehbar, wie Russland reagieren könnte. Hier haben Sie Theodore Postel, das ist ein MIT-Professor, ein ehemaliger, der sagt, die Zerstörung des russischen Atomwaffenradars oder der russischen Atomwaffenradars ist das Dümmste, was die Ukraine tun kann. Also es scheint in gewisser Weise auch eine Verzweiflungstat zu sein und immer wieder dieses Spiel damit, was kann man eigentlich Russland zumuten, wie könnte es reagieren. Hier haben Sie nochmal Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer, dessen Analysen ich sehr schätze. Und er fasst nochmal zusammen, was passiert ist. Er sagt, die russische Seite hat ca. 10 von diesen Radarstationen, das sind sogenannte Frühwarnradars. Sie dienen dazu, über den Horizont zu detektieren, ob es zum Abschuss von Interkontinental- oder Atomraketen auf Russland kommt. Und für nichts anderes, das hilft ihnen sonst nicht besonders viel. Würden also die USA eine Atomrakete starten und starten in Richtung Russland, wäre dieses Radar ein wesentliches Element des Frühwarnsystems der Russen, das sagen würde, wir haben hier einen Start. Und die sind gar nicht mal besonders gut gesichert, weil normalerweise von russischer Seite geht man davon aus, die würde nie jemand angreifen, würde nie jemand so verrückt sein, weil die Reaktion könnte sein, der Begriff auf armer Wehr könnte die Bedingungen erfüllen, die Russland im Jahr 2020 öffentlich für gegnerische Angriffe festgelegt hat, die einen nuklearen Vergeltungsschlag auslösen könnten. Es sind völlig verrückte Dinge, über die wir hier reden müssen. Und dass die größtenteils unsichtbar bleiben und dass den Menschen nicht klar ist, was hier eigentlich passiert, hat sicherlich auch mit der kognitiven Kriegsführung zu tun, die hier unsere Gedanken und Gefühle einfach vernebelt. Und ich habe mich dann auch gefragt, was kann ich eigentlich machen und was passiert, wenn man sich diese Botschaften anschaut, dass man doch bei einem Nuklearschlag alles im Griff hätte. Ich habe die Tatsache genutzt, dass die kognitive Kriegsführung eine partizipatorische Propaganda ist. Das heißt, wir können alle mitmachen. Und da haben Sie auch die Möglichkeit, das greift jetzt schon ein bisschen ein Ende vorweg, aber wenn Sie sagen, ich finde diese Dinge nicht gut, ich möchte mich auch hier engagieren, ich möchte mich für den Frieden stärken, dann haben Sie eine Möglichkeit, einfach das Ganze im digitalen Raum noch zu kommunizieren. Und was ich hier gemacht habe, ich bin auf Twitter gegangen und ich habe weiter wiedergegeben, was Willy Wimmer, den ich schon lange eigentlich verfolge, ich finde, er hat sehr spannende Thesen, ist ehemaliger Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium. Er war bei einer NATO-Übung dabei 1989, noch im Kalten Krieg, die hieß Vintex, Simex. Und er hat mitbekommen, dass wir als Deutschland überhaupt nichts im Griff hätten, wenn es jemals zu so einem atomaren Krieg kommen könnte. Und was hat er gesagt, was musste er erleben? Er hat festgestellt, dass bei diesen Übungen von Deutschland erkennbar nichts mehr übrig blieb. Er hat die Übung dann auch abgebrochen. Ich kann euch vor dem Hintergrund amtlicher Dokumente sagen, dass man diese Gedanken an einen dritten Weltkrieg, mit dem im Moment meiner Meinung nach viel zu sorglos umgegangen wird, erst gar nicht haben darf, weil wir dann weg sind. So wie man es warnt. Also ganz klar, immer wieder diese Übungen, wo eigentlich die Zerstörung von Deutschland stattfindet. Sollte es jemals zu einem atomaren Krieg kommen, ist es meiner Meinung nach der totale Wahnsinn. Und es ist gerade jetzt, gerade heute, umso wichtiger, dass wir diese Kriegspropaganda neutralisieren, dass wir uns für den Frieden stark machen. Und damit komme ich zum Ende von dem ersten Teil von Kriegspropaganda. Wir würden jetzt dann die Pause machen und ich komme dann nachher noch auf die digitale Manipulation zu sprechen und auf den wichtigsten Punkt, wie wir die kognitive Kriegsführung neutralisieren können. Danke.